Hallo und einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mit euch gerne mal etwas ansprechen, was mir die letzten Tage aufgefallen ist, diesbezüglich von Nachrichten über Jurassic World Evolution. Lasst uns einfach mal loslegen. Normalerweise mache ich ja selber keine so ernsten Themen, aber das ist wirklich mal ein sehr ernsteres Thema. Und zwar geht es nämlich um Gerüchte und Wahrsagungen diesbezüglich unoffizieller Quellen, wie zum Beispiel das Reddit-Forum. Zurzeit werden nämlich sehr, sehr viele Gerüchte gestreut. Und man kann nicht hundertprozentig sagen, ob die wirklich alle wahr sind oder wahr werden. Das alles wird natürlich erst bekannt gegeben durch Frontier höchstpersönlich, was wahr ist und was nicht. Aber trotzdem scheint es sehr viele Leute, und dabei betone ich das wirklich auf sehr, sehr viele Leute, zu geben, welche meinen, dass es eventuell Potenzial hat, dass es eventuell gut ist, einen vermeintlichen Leak zu glauben, wo auch immer die herkommen, Glauben zu schenken. Gerade bei sowas wäre ich nämlich extrem vorsichtig, und das bin ich auch, weil ich nämlich genau weiß, was überall im Internet verbreitet werden kann, zum Beispiel, kann einfach nicht hundertprozentig wahr sein. Und das wird es auch nie. Und dabei vertraue ich auch nicht wirklich solche Quellen, die immer vermeintlich sagen, dass die sonst immer eine sehr hohe Akkurarität hatten, dass alles diesbezüglich dann schließlich wahr ist. Klar hat sich das dann als wahr erwiesen, dass dann zum Beispiel das Carnivore Pack rausgekommen ist, aber auch nur, weil es dann direkt von Best in Slot geleakt wurde, nachdem auch Frontier schon ein kleines bisschen was da im Voraus gepostet hatte. Und auch der Fotomodus, wie man den im Hintergrund sehen kann, ist eine sehr coole Sache, die sich auch als wahr herausgestellt hat. Aber dennoch finde ich, dass manche andere Gerüchte, wie zum Beispiel die Zukunft von Jurassic World Evolution, wie es sich entwickelt und ob sich da was Neues entwickelt, beziehungsweise ob ein neues Spiel rauskommt oder es immer noch beim alten Spiel bleibt, ist eine sehr vage, sagen wir mal, Vermutung, die man versucht momentan als wahr zu verkaufen. Und das ist das, was mich zurzeit am meisten stört. Es werden überall Gerüchte in die Welt gesetzt von irgendwelchen Leakern oder irgendwelchen Leuten, die behaupten, es halt irgendwie zu wissen. Aber man weiß eigentlich in dem Fall gar nicht, wie die Zukunft von Jurassic World Evolution, beziehungsweise ob ein neues Spiel rauskommt oder so, gestalten wird. Deshalb würde ich einfach mal sagen, Leute, bleibt einfach mal erstmal ganz ruhig. Wir haben jetzt erst gerade ein kleines Update bekommen. Im Sommer kommt natürlich das neue Update. Aber bis es soweit ist, muss man sich natürlich noch ein bisschen gedulden. Eventuell wird sogar später dann sicher auch mehr von Frontier höchstpersönlich preisgegeben werden, wie es danach weitergeht. Auch diesbezüglich DLCs und neue Dinosaurier und was alles noch rauskommt. Und da würde ich jetzt nicht irgendwelchen Quellen vertrauen, auch wenn das mehrere Nachrichtenseiten posten. Aber das ist so, die teilen sich das alles untereinander. Dann glaubt es jeder. Und am Ende ist dann das Geschrei wieder riesengroß. Ich gebe zu, am Anfang von Jurassic World Evolution, als es noch in Entwicklung war, hatte man wirklich sehr viel Potenzial im Spiel gesehen. Und ich finde, vieles von dem Potenzial haben die auch ausgeschöpft. Vielleicht nicht ganz so, wie man das sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat, aber es ist einfach da, finde ich. Und jetzt streuen sich diese Nachrichten, als hätte irgendjemand nicht das bekommen, was er wollte, und hat jetzt sozusagen die Wünsche, dass dies und das unverzüglich kommt. Und dann streuen sich natürlich die Gerüchte, weil man natürlich auch einige Bedenken hat, dass dies so in dem momentanen Spielstatus kommen könnte, so wie es eben sozusagen jetzt möglich wäre. Bestes Beispiel: Flug- und Wasserdinosaurier, beziehungsweise Flugechsen und Meeresechsen.
Nur das Frontier sagt, dass die momentan nicht an solche Reptilien oder an solche Tiere arbeiten, heißt noch lange nicht, dass sie nicht kommen sollen. Es heißt einfach nur, dass die momentan nicht im Fokus stehen. Das ist eigentlich das, was man nur raushören sollte. Aber leider gibt es ja Leute, die viel mehr in das reininterpretieren, als es in Wirklichkeit vorgesehen ist. Und dieser zweite Punkt, der mich stört, ist, dass es neben den Gerüchten, die jetzt dann sowieso schon von anderen in die Welt gesetzt wurden, natürlich dann auch die YouTuber gibt, die natürlich darüber berichten und dann so sagen, oh ja, das könnte ja wirklich potenziell kommen oder oh, das ist doch sicher was für die Zukunft, was dann wahrscheinlich auch wahrscheinlich im Sommer kommen wird. Ich sage nein. Also es ist einfach nicht gut, sowas darzustellen, weil das verwirrt einfach nur und sollte man wirklich nicht glauben, solange es nicht offiziell von Frontier bestätigt wurde. Denn alles, was ich zum Beispiel berichte jetzt, ist wirklich offiziell nur das, was Frontier wirklich rausgibt. Wenn es irgendwie mal durchrutscht oder so, wie durch zum Beispiel durch ein Coding oder so, dass zum Beispiel Frontier wieder ein neues Bild liegt oder sowas ähnliches, dass da potenziell besteht, dass die das wirklich von sich aus preisgegeben haben, wie zum Beispiel eventuell die Terra-Tools oder dieses Bild mit der Sonne, mit dem Foto, was ein Rätsel aufgibt, was das sein könnte, dann würde ich einfach mal sagen, ja, ich würde einfach wirklich mal sagen, bleibt einfach mal so lange ruhig, wie ihr seht. Ihr könnt euch gerne auf das Zeug freuen, ihr könnt Spekulationen aufstellen, aber regt euch nicht auf, wenn es nicht wieder das ist, was ihr euch eigentlich gewünscht habt, obwohl es andere gesagt haben. Denn nur so schürt man unnötigen Stress und Hass und das ist wirklich nicht sehr gut. Jurassic World Evolution nähert sich seinem ersten Jubiläum. Und was wäre das für ein Scheiß-Jubiläum, wenn wir nicht zumindest feiern würden, wie Jurassic World Evolution, auch wenn es für viele nahezu voll unvollständig erscheint, dann plötzlich so niedergerungen werden würde, nur weil es mal dies und das nicht gibt. Ich finde, das wäre einigermaßen unfair und das macht man auch nicht zum Beispiel mit seinen Mitmenschen, dass die plötzlich Geburtstag haben und obwohl die scheiße sind, sozusagen, dass man die einfach nicht sozusagen erstmal ehrt und dann einfach sozusagen sich denen gegenüber kacke verhält. Und das, obwohl die dir vielleicht eine Gastfreundschaft und so anbieten, denn damit wäre man ein Arschloch. Aber es ist ein komischer Vergleich, das gebe ich jetzt wirklich mal zu. Allgemein muss ich sagen, dass es nur zwei Dinge gibt, die ich glaube, dass sie kommen könnten. Wenn nicht, dann würde ich das auf jeden Fall bei einem Video korrigieren sagen. Aber jetzt die Wagenbehauptung aufzustellen, dass das und das kommen wird und so, das mache ich nicht. Dazu bin ich eindeutig zu alt, um mich dann darüber aufzuregen, dass es nicht kommt. Was ich glaube, aber nicht weiß, sind eventuell wirklich die Terra-Tools, sowie die Hinweisfotos, ist das schon gesagt haben. Und der supergeheime Dinosaurier. Wer jetzt nämlich denkt, diese Karnivoren-Dinosaurier wären die geheim gewesen, ich glaube nicht, dass sie das waren. Das gehört einfach nur zu dem kleinen April-Update dazu, was die angekündigt haben. Aber das, was noch kommt, das kommt noch. Und wer weiß, es kann ja auch wirklich sein, es kann sein, dass das eine mit dem anderen verzwickt ist. Ich habe nämlich schon ein klitzekleines bisschen nämlich in einem Forum nämlich die Vermutung aufgestellt, dass ein eventueller supergeheimer Dinosaurier mit dem neuen Tool zu tun haben könnte. Stellt euch mal vor, ein Dinosaurier benötigt jetzt zum Beispiel keinen Wald mehr. Sagen wir mal, die wollen jetzt sowas wie einen Berg haben oder steinigen Boden. Dann muss man den natürlich steinigen Boden machen. Ich denke, sowas ähnliches wird auf uns zukommen. Aber ob das wirklich bestätigt ist, wird die Zeit zeigen. In dem Fall würde ich einfach mal euch auch fragen jetzt.
Was stört euch denn so ein bisschen an die Jurassic World Evolution Community? Meine Bedenken bzw. was mich stört, habe ich preisgegeben. Und dazu stehe ich auch. Wer mir da zustimmt, der kann das gern in die Kommentare schreiben. Wer nur Hater-Kommentare abschickt, der kann gleich mal seine Klappe halten und gehen. Und wer auf negative Kritik bzw. Kritik eingestellt ist, warum das nicht so sein sollte, was meiner Meinung nach so ist, der kann sie schreiben. Ich werde es auch lesen. Akzeptieren werde ich es auch. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Jurassic World Evolution Video. Euer Traguagamikus von DTV. Bis zum nächsten Mal und bis bald.